Guten Morgen, ihr Crybabies. Was für Abenteuer habt ihr für heute geplant? Verstecken spielen zwischen den geflügelten Häusern. Was für eine gute Idee. Habt ihr gesehen, wie die Dächer glitzern? Ja, das ist die Magie des Wasserfalls, der den Berg herunterkommt. Das ist nicht wahr, Coney. Wir wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Ich habe etwas Komisches gefunden. Wie komisch, Nala? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sollen wir es uns einmal ansehen? Seht, da ist es. Was hast du gefunden, Nala? Es ist ein Stein mit einem geflügelten Herz. Wie schön. Wofür der wohl gut ist? Das ist wie im Comic, den Gigi mir gegeben hat. Es ist das Zeichen, das uns zu einem Portal in die Fantasy-Welt führt. Wie? Ja, wir müssen diesen Tanz tanzen. Sucht nach dem Herz mit Flügeln. Man wird es nicht immer sehen. Klatsche dreimal, halte deine Hände an den Kopf. Dann an die Hüfte, hüpfe nach vorne und dann nach hinten. Je mehr du dich bewegst, desto schneller öffnet es sich und rufe. Ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da. Und das Fantasy-Portal erscheint nach da. Mir scheint, ihr habt das Portal zur Fantasy-Welt entdeckt. Habt ihr bemerkt, dass eure Pyjamas glitzern? Wow, sieh mal, Lady, deine Haare! Sie glitzern auch. Das gefällt mir total. Ich hatte recht. Deshalb glitzern die Dächer der geflügelten Häuser. Es ist die Magie. Na, sieh mal einer an. Ihr seid von einer Welt in eine andere gegangen. Ja, wir haben vor kurzem das Portal gefunden. Aber wer wohnt denn hier? Dort ist ein Haus. Lasst uns fragen. Diese Häuser sind anders. Und sie glitzern. Und ein Stuhl mit Flügeln. Und eine Trinkflasche mit Flügeln. Die Sachen gehören den Leuten, die hier wohnen. Vielleicht ist jemand zu Hause. Sollen wir mal klopfen? Ja, gute Idee. Ist wohl niemand daheim. Schade, ich wollte wissen, wem dieses schöne Haus gehört. Es gehört mir. Eine Fantasy. Es ist also wahr, es gibt sie wirklich. Man sagt, ihr habt magische Kräfte. Können wir Freunde sein? Aber natürlich. Ich heiße Yassi. Habt ihr das gesehen? Das Haus ist durch die Fantasy-Träne von Jessie aufgegangen. Wow! Wohnst du alleine hier? Nein, das sind meine Freundinnen. Jenna, Dinna, Rosie, Feli, Dreamy, Bruni und Tina. Hallo, lasst uns alle Freundinnen sein! Ja! Und jetzt mische ich es damit. Lala, kommst du raus spielen? Hallo Dotti, hallo Hopi. Ich glaube, Lala arbeitet gerade konzentriert an etwas. Was macht sie? Einen neuen Trick? Ich lese die Anleitung, um Slime selber zu machen. Was ist das? Kann man das essen? Slime ist ein klebriger und lustiger Schleim. Stimmt's, Lala? Kann ich auch einen machen? Und ich? Wie wäre es, wenn ihr einen Wettbewerb macht, um zu schauen, wer den schönsten Slime macht? Auf die Plätze, fertig, los! Ich werde ein wenig Glitzer hinzufügen. Scheint leicht zu sein, oder? Aber ich kriege es nicht hin. Die Zeit ist vorbei. Hände weg. Wollt ihr sehen, wer den besten Slime gemacht hat?
Ich präsentiere euch meinen Glitzer-Slime. Wie schön, gut gemacht, Hopi. Sag uns, Dotty, wie ist dein Slime geworden? Meiner hat Punkte, wie ich und Spot. Jetzt bin ich dran. Ich präsentiere euch den magischen Slime. Ist der nicht ein bisschen flüssig? Ja, anscheinend hast du die Bestandteile nicht ordentlich vermischt. Hast du dich an die Anleitung gehalten? Naja, mehr oder weniger. Vielleicht ist er nicht der schönste, aber dafür kommt jetzt ein Jongliertrick mit Slime. Oh. Oh. Lala, das ist nicht nötig. Das ist ein Slime und kein Talentwettbewerb. Ich falle! Vorsicht! Alle haben sich vermischt. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Jetzt können wir nicht mehr festlegen, welcher der schönste ist. Das ist nicht so schlimm, Koni. Jetzt habt ihr einen ganz großen Slime. Stimmt, mach dir keine Sorgen, Lala. Wirklich? Ja, das war wirklich ein toller Trick. Danke. Magic Cheers! Schaut mal, so viel Slime. Oh, er ist wunderschön. Es sieht so aus, als hättet ihr alle den Slime-Wettbewerb gewonnen. Hurra! Also, 8, 9 und 10. Ich komme! Versteckt euch gut, Crybabies, denn Kiki kommt euch zu suchen. Ha! Ich hab dich! Wie hast du mich gefunden? Ich habe eben Augen wie ein Adler. Du musst dich beim nächsten Mal also besser verstecken. Klar! Nein! Loretta, wenn du schreist, finden sie dich. Aber ich kann sie nicht finden. Was ist los? Ich habe meine goldene Schleife verloren. Oh nein, die sind so schwer zu bekommen und es gibt auch nicht viele. Kommt, helft ihr beim Suchen. Gemeinsam findet ihr sie bestimmt. Wo hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Genau hier, hinter diesem Felsen. Das war mein Versteck. Hier ist nichts. Oh nein, sie ist verschwunden. Und wenn ihr woanders sucht, denk an all die Orte, an denen du gewesen bist. Bevor wir Verstecken gespielt haben, habe ich die Brücke überquert. Aha, na dann ist sie ganz bestimmt hier irgendwo. Ich schaue unter der Brücke nach. Vorsicht, Kiki, dass du nicht in den Fluss fällst. Mach dir keine Sorgen. Ich bin eine ausgezeichnete... Kiki, wir haben jetzt keine Zeit zum Baden. Ich habe etwas auf dem Grund des Flusses gesehen. Das ist sicherlich meine Schleife. Holen wir sie raus. Tut mir leid, Loretta. Es war nur ein schleifenförmiger Stein. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Warum fragt ihr nicht eure Haustierfreunde, ob sie die Schleife gesehen haben? Ja! Eine tolle Idee. Gehen wir! Habt ihr zufällig eine goldene Schleife gesehen? Sie gehört Loretta und wir können sie nicht finden. Sie sagen, dass sie von nichts wissen. Warum bittet ihr sie nicht um Hilfe? Ja, helft ihr uns, sie zu suchen? Goldener Schnuller. Wie hübsch. Wir suchen aber doch nach einer Schleife. Und Tiki hat sein Fressen gefunden. Es ist auch goldfarben. Ich wäre
werde die Schleife nie finden. Beruhige dich, Loretta. Du kannst den goldenen Schnuller behalten. Wirklich? Wie toll! Schaut mal, jetzt habt ihr alle goldene Schnuller und Schleifen. Toll, sie sind wunderschön. Ich finde sie super. Hallo Nita, was machst du alleine in der Fantasy-Welt? Ich wollte diesen neuen Ort erkunden, weil ich lernen möchte. Lernen? Ja, bevor ich wieder in die Schule gehe, möchte ich mehr über Pflanzen erfahren. Und ich dachte, dass es in der Fantasy-Welt bestimmt unglaubliche Sachen gibt. Wow! Und das? Was ist das? Sind das Brombeeren? Ja, tatsächlich. An dieser Pflanze wachsen Brombeeren. Wie lecker. Ich möchte sie malen. Hallo Nita, was machst du? Möchtest du mit Tina und Yassi spielen? Jetzt? Ich lerne gerade ein wenig über die Natur. Und wofür machst du das? Damit ich mehr weiß, wenn ich wieder in die Schule gehe. Was ist eine Schule? Nita, ich glaube, dass die Babys aus der Fantasy-Welt nicht wissen, was eine Schule ist. Aber sie ist sehr wichtig, um zählen, lesen und rechnen zu lernen. Und noch viele andere Sachen. Klar, hör mal, wieso zeigst du uns nicht, wie es ist, zur Schule zu gehen? Komm schon, es ist ganz einfach. 2 plus 7 plus 1 ergibt... 10, glaube ich. Richtig, sehr gut. Jetzt lesen wir ein wenig. Wer möchte vorlesen, was hier steht? Ich! Da steht, die Fantasy-Welt ist voller Magie. Genau, sehr gut. Was ist das? Auf geht's! Das war die Sirene, Nita. Es ist wohl Zeit, ins Tal zurückzukehren. Oh je, das ist die Glocke. Wie spät es schon ist. Ich muss los, sie suchen mich bestimmt schon. Dann schnell los! Bringst du uns morgen noch mehr bei? Natürlich! Tschüss! Nita ist toll, oder? Ja, aber es ist sehr schade, dass sie gehen muss. Hoffentlich bekommen wir hier auch eine Schule. Hallo, seid ihr bereit für die nächste Lektion? Ja! Wir lernen bestimmt ganz viel. Ja, aber zuerst habe ich etwas für euch. Ein Geschenk. Hui, ein Heft zum Zeichnen. Sicherlich könnt ihr mit dem, was Nita euch beigebracht hat, alles zeichnen, was euch einfällt. Die Wolkenrutsche, den Wasserfall oder den Aussichtsturm. Vielen Dank, Nita. Du bist die beste Lehrerin der Welt. Seht, eine Klasse mit allem, das fürs Lernen wichtig ist. Eine Tafel mit Kreide. Wie schön. Ab jetzt gehen wir jeden Tag in die Schule. Und wir lernen unglaublich viele Sachen. So, das wird sehr schön werden. Hallo, Feli. Was für schöne Karten. Wofür sind die? Damit lade ich alle zu meiner Pyjama-Party ein. Oh, wie toll. Ja, und ich habe sie auch schon fertig. Ich muss mich also beeilen und sie beim Fantasy-Haus und den Babys im Tal abgeben. Hallo, Feli. Was machst du mit der Schachtel? Das sind die Einladungen für meine Pyjama-Party. Ich werde alle einladen. Ach, wie toll. Kann ich dir helfen? Wenn du möchtest, kann ich die Einladungen verteilen. Ich habe gerade nichts zu tun. Wirklich? Prima. So habe ich Zeit, viele Marshmallows und andere leckere Sachen für die Feier vorzubereiten.
dir. Aber mach keine großen Umwege. Die müssen rechtzeitig ankommen, damit auch alle kommen. Ja, ich fliege schon. Bis bald. Hallo, Coney. Ich wollte dir... Was riecht hier so gut? Das? Das ist Zuckerwatte. Für zwischendurch. Möchtest du ein wenig? Sehr gerne. Moment. Ich sollte was erledigen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich nehme ein wenig Zuckerwatte. Dann erinnere ich mich bestimmt. Och Mensch, es kommt ja niemand. Die kommen bestimmt. Die Einladungen waren sehr schön. Ja, aber es ist schon spät. Das war schön hier. Aber jetzt muss ich zurück zum Fantasyberg. Was ist das? Ich wäre fast gestolpert. Das ist die Schachtel mit den Einladungen für die Party, nicht wahr, Dreamy? Ups, ich glaube, ich habe es vermasselt. Die waren für die Pyjama-Party von Feli. Das heißt, sie wurden nicht verteilt. Niemand wird zur Party gehen. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird Feli sehr traurig sein. Ich glaube, ich räume alles auf und gehe schlafen. Ist gut, aber mach dir keine Gedanken. Die anderen sind bestimmt aus irgendeinem Grund nicht gekommen. Ja, aber... Wer mag das denn um diese Zeit noch sein? Geh mal aufmachen. Ich dachte, ihr würdet nicht kommen. Was ist denn passiert? Also, ich habe vergessen, die Einladungen zu verteilen. Aber als ich es merkte, habe ich allen Babys im Tal und denen auf dem Fantasyberg Bescheid gesagt. Aha, also hat niemand meine Einladung bekommen. Klar, es scheint, als hätten Dreamy, Coney und Lala sich sehr angestrengt, damit die Pyjama-Party ein Erfolg wird. Ihr seid die Besten. Party beginnen. Ihr könnt essen, was ihr wollt. So viele Sachen und so viel Eiscreme. Ja! Guten Morgen, Crybabies. Was macht ihr gerade? Wir suchen unsere Haustiere. Wir möchten gerne mit ihnen spielen, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Wartet kurz, vielleicht weiß ich ja, wo sie sind. Ich glaube, sie sind beschäftigt. Klar, da der Garten ihres Hauses ein wenig unordentlich wirkt. Wollt ihr ihnen nicht helfen? Gute Idee. Flo, Lulu, Spot, wir machen das schon. Ja, lasst uns aufräumen und wir werden uns den ganzen Tag um euch kümmern. Genial. Kommt, lasst uns alles aufräumen, damit wir danach spielen können. Ja. Ich kehre hier. Das wird so richtig sauber werden. Und jetzt das Futter. Wo ist das Futter? Es ist alle. Keine Sorge, ich fahre mit meinem Auto los und kaufe Neues. Das Wasser auffüllen. Sehr gut, Dottie. Ich bin schon wieder da. Toll, das macht ihr super. Ja. Ja, denn wir haben unsere Haustierfreunde sehr gern.
Ich glaube, sie möchten mit euch spielen. Jetzt? Wartet ein bisschen, ich ruhe mich kurz aus und dann spielen wir. Ja, ich mich auch. So viel Arbeit hat mich müde gemacht. Du bist immer müde, Lady. Also ich werde jetzt auch langsam müde. Ich auch. Was ist los? Ich glaube, dass ihr eingeschlafen seid und nicht mit euren Haustierfreunden gespielt habt. Oh nein! Stimmt, bitte verzeiht uns. Ab jetzt werden wir uns die ganze Zeit um euch kümmern und mit euch spielen. Verschiedene Sachen. Ein Schwimmbecken und Schaukeln. Jetzt könnt ihr mit euren Haustieren spielen und euch um sie kümmern wie nie zuvor. Toll!